Ja, herzlich willkommen zurück zu diesem jetzt letzten Programmpunkt des Fachtages Improvisation und Jazz für Kinder im Rahmen der diesjährigen Jazzahead. Wir haben schon einen längeren Tag hinter uns, haben schon einige theoretische wie praktische Impulse zu dem Thema Jazz und Improvisation in der Musikpädagogik bekommen. Und im Rahmen dieses Panels werden wir jetzt versuchen, das alles nochmal so ein bisschen zusammenzuführen und vielleicht eine Art Resümee zu fassen, aber auch ein bisschen zu schauen, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Was machen wir mit dem, was wir heute gelernt haben und was sind die Handlungsoptionen, die wir haben? Deswegen freue ich mich auf ein buntes Panel hier zum Thema Rückenwind für die musikalische Bildung, Diskussion zum Potenzial von improvisierter Musik und Jazz in der Musikpädagogik. Da wir diese Podiumsdiskussion auch aufzeichnen, stelle ich mich auch noch einmal kurz vor. Mein Name ist Sina Mareike Schulte. Ich arbeite beim Musikland Niedersachsen, das in den vergangenen Jahren diese Fachtagung auch schon eng begleitet und mitveranstaltet hat. Dieses Mal sind wir als Kooperationspartner dabei. Musikvermittlung ist für uns in allen Genres auch ein wichtiger Tätigkeitsbereich. Deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und zusammen mit Jakob, an den ich jetzt übergebe, moderieren darf. Ja, vielen Dank, Sina. Mein Name ist Jakob Freise. Ich arbeite bei der Deutschen Jazz Union. Wir sind auch Kooperationspartner und sind quasi an der Programmierung dieses Fachtags und des Panels beteiligt. Und genau, wir arbeiten auch zu jazzpädagogischen Themen und freuen uns deswegen als Deutsche Jazzunion auch Teil dessen sein zu können. Diese Veranstaltung, dieses Panel wird aufgezeichnet und ist zu sehen in unserer digitalen Akademie. Ein Satz dazu nochmal, die digitale Akademie Inside Out ist eine digitale Veranstaltungsreihe der Deutschen Jazzunion, in der Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit, aber auch Bildung und Professionalisierung in Bezug auf Jazz thematisiert werden. Genau, ein kleiner Hinweis, die Podiumsdiskussion wird auf Deutsch sein. Es könnte aber sein, dass Annemette Antworten auch auf Englisch geben wird. Sollte es da irgendwie Schwierigkeiten geben mit der Übersetzung hier im Raum, also sollte es für eine Person schwierig sein, Englisch zu verstehen, meldet euch gerne, dann können wir da vielleicht eine Flüsterübersetzung organisieren oder genau, sonst werden wir die Antworten einfach auf Deutsch nochmal kurz zusammenfassen. Wir probieren es aber erstmal auf Deutsch. Genau, wie Sina gerade schon angedeutet hat, haben wir schon einige Programmpunkte hinter uns. Wir haben Einblicke in praktische Arbeit gekriegt. Mascha hat ein ganz tolles Konzert heute Morgen schon gegeben im Zirkuszelt. Genau, Corinna hat einen tollen Workshop gegeben und hat uns gezeigt, wie praktische Arbeit, musikpädagogische oder jazzpädagogische Arbeit funktionieren kann. Und Frank hat nochmal die wissenschaftliche Perspektive mit ins Spiel gebracht. Und das sind eigentlich auch so die Perspektiven, die jetzt für unsere Podiumsdiskussion wichtig sind. Wir wollen jetzt aber nochmal so ein bisschen auf das große Ganze gucken und uns hier auf Probleme und aber auch Lösungsansätze bezüglich der Jazzpädagogik und ihres Potenzials beschäftigen. Genau, noch eine kurze Begriffsklärung. Wir wollen uns hier auf diesem Panel und in dieser Diskussion vor allem auf den Kontext von Schule und Musikschule fokussieren. So viel erstmal Vorgeplänkel. Ich übergebe jetzt nochmal an Sina, die das Panel vorstellt. Genau, ich fange mal dort drüben an. Bei dir, Mascha, wir haben dich und wahrscheinlich viele andere im Publikum auch heute Vormittag schon kennenlernen dürfen. Du bist freie Jazzpädagogin und verbindest in dieser Rolle Konzepte der musikalischen Improvisation mit pädagogischen Konzepten, um so neuartige Zugänge im Umgang mit Musik zu kreieren, insbesondere für Kinder. Du hast jahrelange Erfahrung in musikalischer Früherziehung und in der Konzeption und Umsetzung von Kinderkonzerten und bist als Dozentin an Musikhochschulen und Musikschulen tätig. Ich mache bei Frank Dorn weiter, weil auch du uns schon bekannt bist. Du hast gerade schon einen Vortrag gehalten, bist akademischer Mitarbeiter im Bereich der Musikpädagogik am Institut für Musikforschung in Mannheim und hast gerade deine spannende Promotion zum Thema Jazz als Prozess vorgestellt. Und das wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal in dieser Diskussion nochmal Thema sein, zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit dieser Erkenntnis oder mit dieser Idee im Praktischen um.
Neu in der Runde ist Professor Annemette Iversen, Entschuldigung, dänische Bassistin und Komponistin und Musikerin. Lange hast du in New York gelebt, auch in Dänemark. Jetzt bist du in Osnabrück und bist dort Professorin für Jazzkomposition und Arrangement am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und seit 2021 dort Leiterin der Jazzabteilung. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben quasi noch eine vierte Gästin, die jetzt nicht hier auf dem Podium sitzt, aber uns quasi mit einer Videobotschaft gleich zugeschaltet sein wird, und zwar Professor Annette von Eiche. Sie ist studierte Jazzsängerin und schon lange Jahre als Jazzdozentin unterwegs. Seit 2010 hat sie eine Professur für Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln inne und ist dort auch seit 2021 Dekanin des Fachbereichs Jazz-Pop. Sie ist außerdem im Vorstand der Deutschen Jazzunion, im Präsidium des Deutschen Musikrats und wird uns gleich ihre Gedanken zu dem Thema mit auf den Weg geben. Und ich würde sagen, wir starten direkt ein und starten mal mit ihrer Videobotschaft ins Thema. Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, mit dieser Videobotschaft an diesem, wie ich finde, wichtigen und interessanten Panel teilnehmen zu können. Ich wäre total gerne jetzt bei euch in Bremen. Der Grund, dass ich heute nicht da bin, ist ganz profan. Ich habe heute Nachmittag auf der Hochschule für Musik und Tanz in Köln einen Kurs, der sich mit dem Thema Jazz und Pop in der Musikvermittlung beschäftigt. Während ich jetzt also hier per Video zu hören bin, bin ich in Köln mitten im Thema mit unseren Studierenden im ersten Studienjahr drin. Und das ist vielleicht schon ganz interessant, dass wir das Thema Musikvermittlung im Jazz und Pop in Köln schon im ersten Studienjahr verorten. Kurz zu mir, ich bin Annette von Eiche. Ich bin Jazzsängerin, Professorin für Jazzgesang und Dekanin des Fachbereichs Jazz-Pop an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Außerdem bin ich Vorstandsmitglied der Deutschen Jazzunion. Ich möchte euch in meiner Videobotschaft von meiner Sicht auf das Thema als Dekanin des Fachbereichs Jazzpop an der HFMT Köln erzählen. Kunst und Musik wird meiner Wahrnehmung nach in den Lehrplänen deutscher Schulen oft aus Fachkräftemangel wie ein vernachlässigbares Luxusobjekt behandelt. Musik und Kunst werden teilweise abwechselnd angeboten in den Schulen. Ein Grund für diese Tatsache ist sicher Fachkräftemangel, aber hier zeigt sich natürlich auch der Stellenwert von Musik und Kunst allgemein in der deutschen Schulbildung. Kultur wird als Luxusgut empfunden. Wir sprechen hier heute auf dem Panel über das Potenzial von improvisierter Musik und Jazz in der Musikpädagogik und wir sind uns sicher einig, dieses Potenzial ist groß. Musik, gerade Pop und damit auch Jazz, stehen Jugendlichen besonders nahe. Das Spielen mit Musik in der Improvisation macht im Grunde allen Spaß. Kinderkonzerte mit Jazz zeigen das ja immer sehr eindrücklich. Und was man doch alles mit Musik und Improvisation an kreativen, aber auch sozialen Fähigkeiten lernen kann. Wow! Aber ich glaube, wir müssen umdenken, um dieses Potenzial aufzuschließen. Umdenken in der Konzeption von Hochschulausbildungen durch staatliche Gremien. Umdenken an den Hochschulen, aber auch umdenken als MusikerInnen. Wir denken Jazz und Jazzvermittlung zu oft noch als zwei unterschiedliche Dinge. Dabei sollten wir, wie ich finde, Jazz und Jazzvermittlung zusammendenken. Wir brauchen mehr Offenheit für das Zusammendenken von künstlerischer Ausbildung und künstlerischer Vermittlung allgemein, aber besonders auch in der Musik. Schauen wir auf die Hochschulen und Universitäten. Wir denken in Deutschland, was Ausbildung angeht, immer noch sehr geradlinig und damit begrenzt. Die Studiumswahl definiert die Berufswahl, nicht nur in der Musik. Aber für die Musik bedeutet dieses Denken sehr oft, wenn ich Musik studieren möchte, entscheide ich mich gleich am Anfang der Studiumswahl für Schulmusik im Bereich Grund- oder weiterführende Schule, für die künstlerische Ausbildung, also für die Bühne, oder für Musikvermittlung als Musiklehrerin im außerschulischen Bereich. In dieser Abgrenzung voneinander liegt meiner Meinung nach schon ein Teil des Problems. Schauen wir uns diese Ausbildung mal einzeln an. Die Inhalte eines Schulmusikstudiums werden nicht von den Hochschulen als Ausbildungsorten bestimmt, sondern von staatlichen Kommissionen.
Diese dort definierten Inhalte müssen die Hochschulen umsetzen. Hier ist immer die Erlangung eines Staatsexamens das Ziel der Ausbildung. Erst seit den 2000er Jahren ist es überhaupt möglich, Jazz und Pop als Hauptfach in einem Schulmusikstudium zu wählen. Das muss man sich mal überlegen. Elvis Presley stirbt 1977 in Memphis, Tennessee, und schon 30 Jahre später kann man Jazz oder Pop als Hauptfach im Rahmen eines deutschen Schulmusikstudiums studieren. Das zeigt gut, wie wenig die staatlichen Ideen von den Inhalten eines Schulmusikstudiums an die musikalischen Realitäten in der Welt angebunden sind und an die Jugendlichen, die diesen Schulmusikunterricht besuchen sollen. Aber auch die Inhalte, die die Hochschulen gestalten können, sind oft altmodisch geprägt. Die Inhalte der pädagogischen und künstlerischen Studiengänge auf Hochschulen verlaufen in den meisten Fällen von Anfang an getrennt. Die Studierenden haben sich mit der Aufnahmeprüfung für die künstlerische oder die vermittelnde Rolle als MusikerInnen entschieden. Den meisten Studierenden ist am Anfang ihres Studiums aber noch gar nicht klar, wo ihre Neigungen und Talente wirklich liegen. Mit Musik lässt sich auf so viele Arten ein Leben gestalten. Aber so wie es jetzt ist, müssen junge MusikerInnen von oft nicht mal 20 Jahren mit den Eignungsprüfungen entscheiden, ob sie künstlerisch oder vermittelnd mit Musik arbeiten wollen. Kunst und Vermittlung ergänzen sich aber und sind für einen Großteil der MusikerInnen in Europa auch eine gute Lebensrealität. Und weil sich Kunst und Vermittlung von Musik ergänzen, sollten sie auch ergänzend gelehrt werden, finde ich. Die künstliche Grenze zwischen Kunst und Vermittlung in den Ausbildungen und vielleicht auch in unseren Köpfen muss weg. Die Berufswahl Musikvermittlung als Teil unserer beruflichen Wahl, unseres Berufsmixes, das ist kein Plan B. Diese Wahl ist eine Frage von Neigungen und Talenten. Vermittlung ohne Kunst ist meiner Meinung nach unsinnig. Und unsere Kunstausübung wird durch Vermittlungstätigkeit bereichert. Für wen mache ich Musik? Warum geht es beim Musikmachen eigentlich? Musikvermittlung bietet die Möglichkeit der Reflexion und des Weiterentwickelns meiner eigenen Gedanken zu meinem Musikmachen. Ja, das waren ganz viele spannende Gedanken von Annette von Eichel, die sie uns hier aus Köln zusendet. Und ich möchte gerne einen Gedanken davon aufgreifen und mit einer Frage an Mascha starten. Und zwar hat Annette hier diese Trennung klargemacht, die es an vielen Hochschulen gibt. Künstlerisch und pädagogisch wird getrennt und hierarchisiert. Also das eine wird oft, dem einen wird oft mehr Wert zugesprochen. Würdest du sagen, dass die Jazzpädagogik ein Imageproblem hat? Ich glaube, dass das nicht jazzspezifisch ist. Also ich glaube, dass dieses Imageproblem, was Annette beschreibt, tatsächlich existent ist. Also dass gesellschaftlich und ich weiß nicht von wem, also das ist irgendwas Omnipräsentes, vermittelt wird, dass du entweder Künstlerin bist, Künstler oder Künstlerin bist, oder du bist Pädagoge. Also dass das wirklich so zwei getrennte Bereiche sind, und wenn du es eben in diesem einen Bereich nicht schaffst, dann musst du in dem anderen Bereich tätig werden. Und zwar ist es dann nicht so, von wegen, wenn du es in der Lehre nicht schaffst, ja, dann musst du jetzt halt Künstlerin werden und weniger Geld verdienen, sondern es ist eher umgekehrt. Und ja, tatsächlich wäre das vielleicht mal eine Frage, die zu beantworten ist, woher kommt diese omnipräsente Meinung, dass ja, das Künstlertum vielleicht sowas Außergewöhnliches ist und aber das Pädagogentum nicht? Ja, ich würde die Frage direkt aufnehmen und zu meiner Linken an Annemette weitergeben. Also ja, Annemette, wie kannst du denn, was kannst du zu dieser Trennung von künstlerischer und pädagogischer Ausbildung sagen? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen von der Hochschule Osnabrück berichten. Ich kann versuchen, auf jeden Fall. Ich kann nicht deine Frage beantworten, Mascha. ich kenne die Trennung von, wenn ich jung war in Dänemark, aber wenn ich dann nach USA kam, nach New York, ist diese Trennung ganz schnell verschwunden.
Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil Jazz ist von der USA gekommen als Kunstart. Und die Tradition da ist einfach, dass man weitergibt, was man lernt, hat. Und man teilt sich seine Kunstgaben, oder was heißt das? Und es ist keine, also das ist eine natürliche, eingebaute Sache in der Jazz-Art. Und deshalb ist es auch interessant, dass wir hier in Europa so auf die Sachen Trend gucken. Ja, warum, weiß ich nicht. Frank, könnte man sagen, dass dieses Weitergeben auch Teil des Jazz-Prozesses ist, den du beschrieben hast? Also der Jazz-Prozess kann man immer in vielerlei Hinsicht irgendwie deuten. In der Richtung haben wir uns so gar nicht da speziell die Gedanken gemacht, aber ich glaube, das ist eher was nochmal so in einer anderen Ebene liegt, nämlich vielleicht indem wir da auch die Jazz-Persönlichkeit oder die Persönlichkeit der MusikerInnen letztendlich ja ist in dieser Offenheit, die ja drin steckt. Und es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Leute, die das für sich behalten und sowas. Man kann das nicht generalisieren. Aber ich würde sagen, tendenziell zumindest ist schon eine Offenheit, was die Weitergabe von Wissen angeht, vorhanden und würde sich eigentlich wunderbar anschließen dann auch an den musikpädagogischen Bereich, weil da ist das natürlich auch was ganz Wichtiges. Zuerst mal muss ich irgendwas weitergeben wollen, weil sonst brauche ich gar nicht anfangen, weil wenn ich es eigentlich gar nicht weitergeben möchte, dann fühle ich mich immer unwohl in Situationen, wo ich was weitergeben muss. Und um eine Art von Weitergabe geht es ja immer in pädagogischen Kontexten auch. Darf ich was? Weil mit der Jazz als Prozess, da habe ich was gehört vorher von dir und das war sehr schön. Und ich formuliere es ein bisschen anders. Für mich ist Jazz ein Lifestyle. Es ist eine Art von Attitüde, Denken, Einstellung. Und genau das ist eigentlich, dazu gehört der Teilen von Wissen, das kann man überhaupt nicht trennen. Also das ist das Leben, das ist ein Way of Life. Das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Das ist schön, nee, dass du sagst, dieses Jazz als Lebenseinstellung. Vielleicht hängt es auch mit dem zusammen, weil dieser Prozess, der macht ja auch was mit den Persönlichkeiten, die da drin stecken. Ich muss mich dieser Offenheit stellen schon mal zum Beispiel. Das ist was auch so ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Wie gut komme ich mit einer Offenheit um? Wie gut komme ich damit klar? Dass ich vor der Performance noch gar nicht weiß, eigentlich genau, wo das dann enden wird, weil es ja kann ja immer was passieren. Und das ist, genau, und da steckt es auch dahinter, dass dann auch Persönlichkeitsmerkmale mit dem zusammentreffen, was man für Arten von Musik machen. Deswegen kann man wunderbar auch Jazz als Live, als Lebenseinstellung wahrnehmen. Mhm. Mascha, ich gucke rüber zu dir. Du hast heute Morgen schon quasi gezeigt, wie es funktioniert. Wir haben dein Kinderkonzert heute Morgen gesehen und ganz viele Kinder, die total ambitioniert und toll mitgemacht haben. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, hast du gerade erzählt, du hast sowohl Schulmusik als auch die künstlerische Ausbildung gemacht. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst und das quasi verbindest mit dem, was du jetzt machst, was für ein Handwerkszeug konntest du sozusagen aus diesen Studiengängen mitnehmen oder konntest du was daraus mitnehmen für das, was du jetzt machst, oder hast du dir das auf anderem Wege erarbeitet? Was sind da so die zentralen Dinge, wo du sagen würdest, darauf kommt es an? Das finde ich eine sehr interessante Frage und da kommen wir eigentlich wieder zu den Persönlichkeitsmerkmalen. Also was davon ist vielleicht in meiner Persönlichkeit sowieso vorhanden gewesen und ist vielleicht gefüttert worden von sowohl von dem Pädagogikstudium als auch von dem künstlerischen Studium. Und aufgrund dessen haben mich natürlich beide Studiengänge extrem stark beeinflusst. Wobei ich aber auch, um nochmal auf die ganz alte Frage zurückzukommen, am Anfang meines Schulmusikstudiums gespürt habe, dass ich die künstlerische Ausbildung machen möchte, auch weil ich das Gefühl hatte, dass sonst vielleicht die Kunst, die ich mache, keine Wertigkeit hat. Und das ist natürlich jetzt hier ein ganz klares Ausziehen für mich, ne, dass ich sozusagen zugebe, dass ich das selber auch mal gefühlt habe. Und ich glaube, dass aber, das, was Annette eigentlich auch beschrieben hat,
wie soll man eigentlich mit 18 oder 20 Jahren schon wissen, welche Neigung man eigentlich hat? Und vielleicht hat man eine Neigung für das Pädagogische und das habe ich definitiv. Das heißt, ich habe das angefangen zu studieren. Dann merke ich aber, wow, ich werde von der Gesellschaft und von meinem Umfeld beeinflusst und habe irgendwie das Gefühl, ich muss auch noch das Künstlerische studieren, damit ich da auch wertig sein kann und auch vielleicht die Zeit habe, meine Kunst auszubilden. Weil so ein Schulmusikstudium ist schon recht straff. Ne? Also das ist nicht irgendwie mit jeden Tag 4 Stunden üben vereinbar eigentlich. genau, und das habe ich dann eben auch irgendwie gefühlt, dass ich das machen möchte. Und das dann irgendwie zu vereinen, ging auch nicht ganz. Deswegen musste ich das eine Studium dann cutten. Und trotzdem habe ich davon so viel mitgenommen, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte eben ganz viel in der Pädagogik tätig sein und sehe da auch so ein bisschen meine Berufung eigentlich. Wobei ich halt nicht sagen würde, dass, also Pädagogik ist auch Kunst. Ne? Das ist halt die Kunst der Pädagogik. Du hast genau ein Gedanke. Ja, also, und zwar das mit der Vielfalt. Und die Ursprungsfrage war ja auch so ein bisschen, warum wird denn jetzt irgendwie, warum wirkt das Künstlerische oder jemand, der jetzt Künstler ist, hat es vermeintlich irgendwie mehr einen höheren Stellenwert. Vielleicht einfach in der Wahrnehmung, mein Schulmusikstudium ist im Prinzip so ein Gemischtwarenladen. Man macht halt alles, aber logischerweise kann man da nicht komplett überall in die Tiefe gehen. Und klar, wenn man jetzt nur eine Kategorie nimmt, vielleicht jetzt die Fähigkeiten am Hauptinstrument, dann sind die vielleicht halt nicht so wie jemand, der halt Tag aus, Tag ein die Zeit hat, sich darauf zu konzentrieren. Aber jetzt ist halt die Frage, ist es dadurch automatisch weniger wert? Wenn man das Gesamtding betrachtet, sind es einfach zwei verschiedene Wege, ob ich in die Breite gehe oder in die Tiefe. Und es gibt so einen schönen Spruch, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein, aber dem stimme ich nicht zu. So, ne? Sondern das ist halt einfach was anderes. Das aber halt, man muss dann das Gesamte auch betrachten bei jemandem, der sehr vielfältig aufgestellt ist. Und eigentlich kann man es erst dann vergleichen mit dem, der halt weniger kann, das da aber für dann viel, viel weiter spezialisiert. Also letztendlich ist es aber nicht automatisch so, dass es eine automatisch mehr wert ist wie das andere. Aber es ist eine Betrachtungsfrage letztendlich und interessanterweise ja vielleicht auch eher auf den hiesigen Kulturkreis irgendwie vielleicht auch beschränkt und woanders in Amerika dann wohl offensichtlich ganz, ganz anders. Darauf würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen und die Frage auch an dich spielen, weil in Osnabrück das Modell ja tatsächlich ein bisschen anders ist. Vorher aber nochmal an diese Handwerksfrage angeknüpft. Du hast heute Morgen in diesem Kinderkonzert, was du gegeben hast, in dem Nachgespräch etwas gesagt, was ich jetzt versuche, mal so wiederzugeben, dass die Improvisation auch für euch als Rahmen eine total wichtige Rolle spielt. Ne? Also dass im Grunde genommen auch euer Konzept nicht bis ins kleinste Detail durchdacht, also natürlich durchdacht, aber nicht sozusagen durchdekliniert ist, sondern dass auch für euch die Improvisation im Konzert ein ganz elementarer Bestandteil ist. Kann man sowas lernen, sozusagen die Improvisation als Teil der pädagogischen Vorgehensweise zu verstehen? Ich glaube, es ist ein bisschen das, was Annemette vorhin gesagt hat, dass das einfach ein Lifestyle ist. Also ich würde gar nicht Jazz als Genre da reinnehmen, sondern einfach das Improvisieren oder das Auffangen von Impulsen und Weiterleiten, wenn das die Spezifika des Jazz ist, dann ist das sozusagen der Lifestyle. Und ich glaube, das machen ganz viele Menschen sowieso schon. Also wenn ich mir überlege, ich gehe in Kindergärten und mache dort mit Erzieherinnen Musik. Und dann erzählen die mir von ihrem Kindergartenalltag. Und dann denke ich mir, hä, aber du improvisierst doch schon überall. Du machst das doch schon oder ihr erfindet doch schon neue Melodien und neue Lieder. Und die sehen das aber häufig gar nicht so an, dass sie eigentlich schon viel improvisieren. Und genauso ist das auch, wenn man in der Grundschule schaut oder auch in der weiterführenden Schule. Die Lehrerinnen und Lehrer dort haben ein bestimmtes Setting an Material, was sie nutzen. Aber natürlich improvisieren die in der Stunde. Es hat einen enger gefassten Rahmen, mit dem sie das machen. Aber trotzdem improvisieren sie. Und ich glaube, das, was man lernen kann, ist vielleicht, oder was
ja, was vielleicht auch notwendig ist ein bisschen, ist, dass dieser Rahmen nicht mehr so eng geschnürt ist. Und das hat aber wieder was, das hat Annette vorhin auch schon gesagt, damit zu tun, dass es einfach auch Gremien gibt und irgendwelche übergeordneten Dinge, die uns sagen, nee, aber der Rahmen ist so abgesteckt und Punkt. Und da ist, ja, man kann es erlernen, glaube ich, man kann seinen Spielraum erweitern, indem man einfach anfängt, mehr loszulassen und mehr Impulse auch wahrzunehmen und vielleicht auch manchmal darauf zu verzichten, dass man immer ganz regelkonform ist. Aber es hat halt einen bestimmten Rahmen, vor allem in der, ja, in der weiterführenden Schule, dann hat es einfach einen Rahmen, ja. Ein bisschen loslassen, Frank, würdest du das sozusagen in Hinblick auf dein Modell, was du gerade vorgestellt hast, Jazz, als Prozess zu verstehen und dies auch so zu vermitteln, auch so unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Also das, was du gerade, Mascha, beschrieben hast, da ist ja auch irgendwie, da wird ja Improvisation als was Defizitäres wahrgenommen. So, na, ich musste improvisieren, weil es ging nicht so, wie geplant ist. Und so läuft auch ein Stück weit auch die Lehrkräfteausbildung. Ne? Man wird schon eher darauf hingestoßen, das möglichst gut vorzuplanen, dass man eigentlich alle Eventualitäten vorhergesehen hat und dass es dann genau nach Plan läuft. Also in diesen, auf die Spitze getrieben ist es bei Lehrproben, wo das alles im Vorfeld aufgeschrieben ist und genauso passiert es dann. Und dann ist Improvisation was Negatives und das ist es aber nicht. Das ist ja das Schöne auch an Jazz, dass es eben die Improvisation kultiviert hat und zu einem ganz, ganz wichtigen Prinzip auserkoren hat und das auch zeigt, wie viel, also das Potenzial von Improvisation auch aufzeigt. Also was für tolle Musik kann rauskommen, wenn man improvisiert. Das hat die Jazzmusik auf ihre eigene Art und Weise ganz toll geschafft und das ist auch was er in dem Modell sich wiederfindet, was ich auch unbedingt abbilden möchte eben, dass es ein wichtiger Teil ist. Danke, man könnte auch daran gucken, wann ist die Improvisation von europäischer, klassischer Musik rausgeflogen, weil vielleicht gibt es da irgendwie eine Spur oder was heißt das, so ein Zusammenhang mit jetzt und diese Trennung von Pädagogik und Kunst. Ja, der Punkt, den du gerade ansprichst, finde ich tatsächlich ganz spannend. Wir hatten ja abseits der Bühne gerade ein kleines Gespräch, wo es auch um das Thema Big Bands nochmal ging, was du auch aufgegriffen hattest, wo ich mich an meine eigene Zeit erinnerte und dachte, oh, immer, wenn dann der Big Band-Leiter mal gesagt hat, so, jetzt dürft ihr mal jeder vier Takte improvisieren, sind alle gleich in Panik ausgebrochen, dachten, ach du Jemine, jetzt kann ich eigentlich nur was falsch machen. Das ist natürlich der ganz falsche Ansatzpunkt. Allerdings zeigt es vielleicht auch, dass doch sozusagen die klassische Instrumentalpädagogik, die wir vorher ja erlebt hatten, uns auch nicht sozusagen diesen freien Umgang am Instrument oder mit der Stimme gelehrt hat, so richtig. Ne? Ja, genau. Also man kennt es nicht und dann ist es eigentlich das ganz Schlimme, dann wird man ins kalte Wasser geworfen. Ja, spiel mal da vier Takte, es sind doch nur vier Takte, aber wenn man nichts an der Hand hat, ja, was soll man da machen? Und das ist letztendlich auch kein zufriedenstellendes Gefühl danach. Aber so funktioniert ja auch Jazz-Improvisation nicht. Das ist ja nicht so, dass man da einfach drauf losspielt. Es gibt gewisse Konventionen, ich greife mal kurz wieder diesen Begriff auf, den ich ja schon mal genannt hatte, und die führen ein Jahr. Das ist ja dieser Prozess des Improvisierens ist ja geführt. Und erstmal muss man sozusagen diesen Rahmen auch ein Stück weit vermitteln. Skalen kann ein Weg sein, so Patterns, um mal so ein bisschen ein Vokabular quasi zu geben, jetzt mal als Sprachmetapher. Also es gibt Wege, aber die brauchen ein bisschen Zeit. Es geht halt nicht einfach zu sagen, da sind vier Takte, drüber stehen die Akkorde, jetzt spielst du. Ich guck mal rüber zu dir, Annemette. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass wir quasi diese künstliche Trennung auch im Ausbildungssystem haben zwischen KünstlerInnen sein oder PädagogInnen sein. Bei euch in Osnabrück am Institut für Musik ist das tatsächlich anders. Ihr habt einen Studiengang, der sowohl die vermittlerische Tätigkeit als auch die künstlerische Tätigkeit miteinander verbindet. Educating Artist ist das Stichwort, was du vorhin dazu genannt hast. Welche Erfahrungen macht ihr in Osnabrück mit den Studierenden? Gibt es diese Trennung dann durch diesen Studiengang nicht mehr und nehmen die Studierenden das gleichzeitig KünstlerInnen als auch PädagogInnen sein dort selbstverständlicher, als du es in anderen Bereichen feststellst? Also ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, weil es hat auch mit,
jeder Mensch zu tun. Also man muss auch seinen Weg finden. Und ich glaube, grundsätzlich ist es eine gute Mischung und es wird akzeptiert bei allen. Und natürlich versuchen wir auch durch unsere Lehrkräfte starke Musikerpersönlichkeiten da zu haben. So dadurch entfällt diese, also von durch die Lehrende die Trennung von Pädagogen und Künstlerinnen. Ich weiß nicht, ob es beim alle so total also gleich ist, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, manche möchten doch eher Musiker sein oder Musikerin sein und manche möchten Pädagogin sein. Aber das ist, ich glaube, es ist schön, dass es zusammen ist und ich glaube, die meisten Studierenden merken, dass durch diese Wechselwirkung oder Austausch, da lernen sie auch was und auch egal, in welche so Richtung es dann geht. Das hoffe ich auf jeden Fall. Okay, wir wollen ein bisschen rausgehen aus der Hochschule und weg von der Ausbildung und hin zur musikpädagogischen Praxis und zur Frage, was denn eigentlich das Potenzial von Jazz sein kann. Die nächste Frage geht wieder an Frank. Gerade der Musikunterricht steckt sich ja teilweise hohe Ziele, also er versucht sowas wie Kreativität und Selbstwirksamkeit in den SchülerInnen zu fördern, eine Persönlichkeitsentwicklung anzuregen. Und da wäre die Frage, kann der Musikunterricht da einlösen, was er verspricht und was kann der Jazz dazu beitragen? Also die Frage, wer das Ganze dann versprochen hat, aber also das sollte auch auf jeden Fall nicht der Hauptgrund sein, warum wir Musik unterrichten. Es ist schön, dass Musik auf die Persönlichkeit wirkt, aber der Sportunterricht macht das auch. Also ist ja auch Mannschaftssport vor allem. Ne? Also man muss immer gucken, das darf nicht das Hauptgrund des Ganzen sein. Und damit sollte man vielleicht auch gar nicht so sehr werben, sondern eher sagen, naja, eigentlich ist es ja die Musik, die Vermittlung von Musik, das ist schon ganz, ganz hohes Gut und darum geht es eigentlich im Musikunterricht. Und jetzt auf die Frage, was kann denn Jazz dazu beitragen? Also eben diese ganzen Sachen, von denen wir gesprochen haben, Improvisation, die Rolle von Improvisation, diese besondere Art der Lebenseinstellung, das alles ist nochmal was zu dieser Vielfalt von Musik nochmal einen neuen Beitrag liefert. Und deswegen sollte da eben auch die Jazzmusik ihren festen Platz im Musikunterricht haben, damit eben diese Facette von dieser unglaublich breiten Kunstform mit all ihren Ausprägungen dann nicht hinten runterfällt. Also lange Zeit war es ja so, dass der Musikunterricht sehr, sehr stark dominiert wurde von klassischen Musikformen, von der klassischen Musik. Da kommen wir jetzt ja langsam weg, das ist auch gut so und es gibt neue Strömungen wie die intertranskulturelle Musik, zum Beispiel, wo man eben guckt, okay, man sollte sich auch nicht nur auf einen Kulturkreis beschränken. Und da sind wir auch wieder wunderbar, weil das macht ja der Jazz auch nicht. Das ist ein globales Phänomen. Natürlich in Amerika entstanden, aber man findet es auf der ganzen Welt, auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Also es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Und da kann eben, wo man den Jazz einbauen kann und auch einbauen sollte. Also das, dann hat man nochmal die Vielfalt des Musikunterrichts gesteigert. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ich hätte sonst auch gleich noch eine an dich, aber ja. Ja, ich frage mich gerade so aus meiner eigenen Musikunterrichtsgeschichte und auch die vieler meiner Bekannten und auch der Leute, die jetzt Musik unterrichten, die ich kenne. Der Musikunterricht ist wenig praktisch. Und oftmals irgendwie Musikhistorie wenig, sogar wenig Musik hörend. Und ich frage mich, klar, der Jazz kann da Einzug erhalten, aber wie wird dann der Jazz dort bearbeitet? Also hört man sich oder liest man dann irgendwie Sachen über Count Basie? Oder also ist das dann, also wie kann der da überhaupt Einzug erhalten und wäre es nicht vielleicht eine Idee, wenn man den Jazz schon in die Schulbücher reinbringt, dass das eben immer was Praktisches ist? Wobei ich mich dann wieder frage, wie ist denn da die Umsetzung? Weil eben so viel eigentlich theoretisch ist in unserer
Schulausbildung. Ich weiß nicht, wie du unterrichtest doch. Ja. Wie machst du das denn? Also, zuerst mal zum ersten Gedanken, dass Musikunterricht wenig praktisch ist. Auch da würde ich sagen, da hat sich tatsächlich was getan seit der Zeit, wo wir in der Schule waren, weil ich hatte es genauso in meinem Schulunterricht auch so erlebt. Und wenn ich jetzt aber sehe, auch wie wir mittlerweile Lehrkräfte ausbilden und was da auch an Vorstellungen vom Musikunterricht eigentlich bei den Studierenden vorhanden ist, würde ich sagen, ist eigentlich dieses, es geht hauptsächlich darum, Musik in den Büchern zu blättern und Texte zu lesen. Das ist, glaube ich, Gott sei Dank tritt in den Hintergrund und es geht um das Musikmachen. Erst durch eine Musikpraxis, durch die Vermittlung von ästhetischen Erfahrungen wird der Unterricht wirklich Musikunterricht zum Musikunterricht. Es muss jetzt nicht, also ich sage auch immer so gerne, in einem Kunstunterricht, da wird ja auch nicht nur über Kunst geredet, sondern die haben es eigentlich schon immer so gemacht, dass man eigentlich auch selber malt oder was weiß ich, gestaltet. Und das kommt auch mittlerweile in der Musik an. Aber die Frage, wie mache ich das? Also ich habe da den Vorteil, irgendwie würde ich sagen, ich bin da in so ein musikpädagogisches Eldorado gekommen. Ich bin an der Schule mit Schülern, mit einer Inklusionsschule, wo ich mir Schüler mit körperlichen Einschränkungen habe und ohne. Und wir haben ganz kleine Lerngruppen und der große Vorteil ist, ich habe ein Musikteam um mich herum, wo wir alle an auf diese Bandschiene sind. Also wir machen jede Klasse ab Klasse 7 spätestens zu einer Band. Und dann wird im Musikunterricht halt ein gewisser Anteil an Stunden Bandmusik gemacht. Das ist wunderbar, wenn das geht halt in kleinen Gruppen, weiß ich um diesen Luxus auch sehr zu schätzen, da geht das halt, das kann ich mit 30 nicht machen, müsste ich dann aufteilen, dann brauche ich mindestens 2 Lehrkräfte oder 3. Aber dann kann ich natürlich ganz, ganz viel praktisch machen. Es gibt aber natürlich auch andere Konzepte, die für größere Gruppen funktionieren, Gesangsklassen, Bläserklassen, Streicherklassen, wo die wirklich diese Basisarbeit, wie kriege ich das, also wie vermittelt quasi die Grundkenntnisse vom Instrument im Musikunterricht. Was ganz schön, ja, also das ist auch erstmal eine Kunst, das hinzukriegen, aber das klappt zum Teil ganz gut. Aber dann ist natürlich wieder die Sache so, jetzt können die ein bisschen spielen und dann ist es oftmals halt dieses Wiedergeben und dann gibt es Noten, die werden gespielt und dann funktioniert so einigermaßen, aber das nächste Stück gemacht. Und das ist ja nur eine Art des Musikmachens über Noten und Stücke, Werke spielen. Dieser Werkbegriff ist da wieder, glaube ich, sehr dominierend. Und es gibt ja auch andere, freiere Musikarten und die sind da jetzt auch bei solchen Konzepten, die schon praktisch sind. Da haben wir schon mal einen Haken dran. Aber jetzt brauchen wir noch was, dass auch die Improvisation oder auch vor allem diese Art des, auch diese Jazz-Thing, diese Jazz-Herangehensweise, die kann man da auch wunderbar auch mit elementaren Instrumentalkenntnissen ja auch so basic-mäßig vermitteln. Sobald Pattern gespielt werden können, so Count-Basie-Musik, wir haben es ja vorhin auch gehört, die eignet sich ja auch. Und das ist ja jetzt vom Instrumentalanspruch her jetzt nicht so extrem schwer, dass man es nicht im Laufe der Zeit vermitteln kann, wenn die Grundkenntnisse vorhanden sind. Ja. Mascha, jetzt nochmal eine Frage an dich als Praktikerin zum Potenzial von Jazz in der Musikpädagogik. Frank hat ja gerade eben so ein bisschen in die Richtung argumentiert, Jazzpädagogik oder Jazz auch als Selbstzweck. Was würdest du sagen, geht das Potenzial darüber hinaus? Was kann Jazz sozusagen noch mitbringen? Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, was du meintest mit Franks Jazzpädagogik? Nur, dass ich das nochmal... Ja, klar. Genau. Wir haben ja gerade über das Potenzial gesprochen, was so Sachen wie Kreativität, Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und so angeht. Und dann habe ich Frank so verstanden, dass er eher gesagt hat, ja, das kann da einfach erstmal Selbstzweck sein. Genau. Und würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, da gibt es aber noch mehr, was Jazz sozusagen mitbringen kann? Nein, ich glaube, dass viele Dinge, die wir gerade erörtert haben in der letzten Zeit, irgendwie alle im Jazz vorhanden sind und dass das eben auch als immer, wie auch immer gearteten Selbstzweck irgendwie da sein darf. Wahrscheinlich hat das Ganze noch Aspekte, die wir gar nicht überblicken können oder die irgendwie mit der Zeit, wenn vielleicht mehr improvisiert werden würde, egal auf welcher Ebene im Unterricht, werden wahrscheinlich neue Aspekte auch nochmal ersichtlich. Und vielleicht würden wir auch aufgrund dessen dann die Lehre nochmal verändern, vielleicht erneuern oder so. Also das sind, glaube ich, Sachen, da steckt auf jeden Fall noch unglaublich viel Potenzial drin.
wo ich aber jetzt als Einzelperson gar nicht umfassen könnte und sagen könnte, das ist auf jeden Fall noch dabei oder so. Genau, also ich glaube, wir haben gerade schon ziemlich viel eigentlich darüber gesprochen. Ein Gedanke noch, aber da bin ich auch fertig. wo mir gerade noch kam, wo Jazz auch ein großes Potenzial hat. Wenn wir die Entwicklung innerhalb der Musikpädagogik so, oder auch in der Schullandschaft haben, wir haben immer mehr eine größere Heterogenität. Die Schülerinnen und Schüler bringen verschiedenste Einflüsse kultureller oder Natur- oder Lebenserfahrungen mit. Und wir haben sehr heterogene Lerngruppen. Und es gibt, Jazz ist doch eine Musikart, die genau damit unglaublich gut umgehen kann. Wenn da einer rappen kann und wenn da einer die Musikidee hat oder was auch immer, man kann da eigentlich ganz, ganz viele Ideen kombinieren und ist trotzdem kann im Jazz-Kontext bleiben oder gerade deswegen in einem Jazz-Kontext. Das ist auch noch was, wo ein Potenzial vielleicht für Jazz steckt. Dann braucht es natürlich die Fähigkeit, sowas zu moderieren. Ne? Das ist so ein Aspekt, der mir jetzt immer wieder so in unserem Gespräch auch in den Kopf kam, dass eigentlich so eine Art von Moderationsfähigkeit vielleicht auch gefragt ist. Ne? Genau, vielleicht nochmal die Frage auch an dich, Mascha, oder gern auch in die Runde. Es war ganz interessant, als wir den Fachtag heute gestartet haben. Vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen verändert, aber Corinna hatte vorhin die Frage gestellt, wie viele Jazzmusiker und Jazzmusikerinnen im Publikum sitzen. Ich glaube, es war niemand oder ein oder zwei Personen, vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr. Aber du hast ja immer, du hast vorhin erzählt im Kinderkonzert, du hast mit fast allen deiner Kollegen und Kolleginnen aus der Kölner Szene schon zusammengearbeitet. Was würdest du dann, was für Reaktionen hast du da so bekommen? Also hast du eine Idee, wie man sozusagen auch mehr Musiker und Musikerinnen, die vielleicht eher den künstlerischen Schwerpunkt verfolgen, dafür begeistern kann, zum Beispiel solche tollen Ideen umzusetzen mit heterogenen Gruppen von Kindern und so weiter und so fort? Ja, ich habe auch noch mal über meine Frage oder die Antwort nachgedacht. Die Frage war nämlich, ob es schwierig ist, MusikerInnen zu finden, die mit einem solchen improvisierten oder überhaupt Musikkonzerte für Kinder zu geben. Und ich glaube, man kann gerade dann MusikerInnen dafür begeistern, und das war eben meine Antwort auch eben, wenn man sie dort abholt, wo sie gerade stehen. Also wenn man auch nicht nur die Kinder dort abholt, wo sie gerade stehen, sondern auch die Musiker und sozusagen das wertschätzt, was sie gerade Besonderes können oder wo sie gerade aktiv sind, wo sie gerade dran forschen. Wenn ich jemanden habe, der gerade irgendwie mit Electronics anfängt, dann sage ich dem noch, hey, du kannst das bei mir ausprobieren. Und super, das ist ein Kinderkonzert, da gibt es keinen, der das irgendwie hart beurteilt oder sowas, sondern ne, das hat eben da vielleicht auch noch so eine gewisse Art Spielraum oder Spielwiese. Und ich glaube auch, dass es etwas damit zu tun hat, wie der oder die Musikerin eigentlich bei sich ist. Also ich glaube, wenn ich Menschen frage, die vielleicht noch gar nicht wissen, was für eine Musik sie machen wollen oder ob sie jetzt sich trauen, irgendwie auf Menschen zuzugehen in ihrer Musik oder nicht, dann werden die, egal für welches Konzert ich die frage, also oder egal wer wen hier für jeden ein Konzert fragt, wird immer eine Zurückhaltung da sein. Und ich weiß nicht, also ich glaube, umso mehr Selbstsicherheit man hat, umso mehr Sicherheit hat man auch zu sagen, hey, ich bin zwar Jazzsängerin und eigentlich möchte ich gerne auf Bühnen stehen, wo mindestens 20.000 Leute zugucken, was vielleicht nie passieren wird, aber ich bin auch Jazzsängerin und kann für Babys Musik machen, weil die hören mir auch zu. Also ich glaube, das hat was mit Selbstsicherheit auch zu tun. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich glaube, umso selbstsicher man ist, umso mehr kann man auch das, was man liebt, weitergeben und dann auch unterrichten oder was, vielleicht auch was ganz anderes machen, Taxifahren oder so. Also vielleicht geht das dann auch, weil man weiß, ich bin trotzdem in meinem Kern Musiker oder Musikerin. Ja, Annemette vielleicht mal. Ich glaube, du hast völlig recht da.
Also ich kenne, habe Kollegen, die nie unterrichtet hat und dann nach 30, 40 Jahren auf die Bühne, dann fängt an zu unterrichten und dann kommen die zu Hause und sagt, es war fantastisch, es war wie das beste Konzert, ich nie gespielt habe. Also das war wirklich so. Das kann auch also die gleiche Emotionen bringen wie ein gutes Konzert. Und ja, ich weiß nicht, wie man diese Selbstsicherheit da bringt, die jungen Leute, wenn die schon so unsicher vielleicht unterwegs sind. Also deshalb muss es auch vielleicht ein bisschen Zeit brauchen oder hat geben oder was. Und das ist okay, finde ich. Also es ist, die müssen nicht mit als 20-Jährige sofort unterrichten. Also ich glaube, diese Erfahrung, dass man auch durch die Jahre und das Spielen und alles dann bekommen, das ist auch ganz wertvoll in das Unterrichten. Bei euch im Studiengang schafft ihr da konkrete Angebote, um vielleicht den Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, so eine Selbstsicherheit auch zu entwickeln? Also gibt es vielleicht da auch so, ich sage jetzt mal so Experimentierräume, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann, auch im vermittlerischen Bereich? Also wie versucht ihr, das da so ein bisschen nach vorne zu bringen, das Thema Vermittlung? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also wir experimentieren immer, jede Stunde, fast jeden Tag. Es gibt auch wir haben Projekte, die machen können, die Vermittlungsprojekte oder Open Projects, wo die diese Erfahrungen sammeln können. Dazu haben wir auch Kurse wie Musik und Resilienz, also so ein bisschen wissenschaftliche Kursen, wo man darüber reden kann und um sich selbst in den Musik zu finden, wer bin ich, was, wie mache ich das und was, wenn das passiert und ja, sehr spannend. Vielleicht nochmal den Scale sozusagen nochmal ein bisschen größer gemacht. Wir haben jetzt viel über die Frage nach, was kann man irgendwie in Hochschulen ändern, dass entsprechende Kompetenzen erworben werden können, die man dann in die Schulen bringt und so weiter und so fort gesprochen. Wir hatten aber auch vorhin, auch Corinna sagte das in ihrem Workshop, den Punkt, dass natürlich die musikalische Sozialisation eigentlich sogar schon früher beginnt. Ne? Also was ist eigentlich mit dem Musizieren und Singen im ganz, ganz kleinen Alter, noch bevor man in die Schule kommt. Das vielleicht als kleine Überleitung zu der nächsten Frage. Was könnte sich eigentlich, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich ändern, damit sozusagen dieses Potenzial von Jazz und Jazzvermittlung noch mehr reifen kann, auch über die Hochschulen hinaus? Auch vielleicht, dass sich diese unterschiedliche Bewertung von pädagogischer und künstlerischer Arbeit gesamtgesellschaftlich ein bisschen auflöst. Ich werfe das mal so in die Runde und wer mag, kann es aufgreifen. Mir ist gerade was dazu eingefallen, was ich, das ist natürlich jetzt was sehr Persönliches, weil das betrifft vor allem mein Instrument. Ich glaube, die Menschen müssen mehr singen. Also wenn ich bin, wie gesagt, in der Ausbildung von Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und so weiter tätig. Also das sind 15-, 16-Jährige, meistens Frauen, aber auch vereinzelt Männer, die alle sagen, ich kann nicht singen, ich möchte nicht vor der Gruppe singen und ich traue mich das nicht. Und ich mache mit denen rhythmisch ganz grundlegende Arbeit. Intonatorisch kommen wir meistens gar nicht dazu. Also das heißt, die intonieren nicht gut, die sind rhythmisch nicht sonderlich versiert und die werden dann aber wieder unsere Kinder unterrichten. Und auch wenn das doof klingt, aber dann fehlt da sozusagen eigentlich schon das Grundlegende, nämlich dass man irgendwie Klatschreime hat. Klatschreime sind rhythmisch und das ist Musik. Ne? Oder auch weiß ich nicht, wenn die dann eben gemeinsam im Stuhlkreis Happy Birthday singen und das ist nicht richtig, also das ist absurd, aber warum ist das Lied nicht richtig intoniert? Das ist, jeder kennt dieses Lied und ich glaube, dass da grundlegend sich was ändern muss,
ich weiß, dass sich da auch Sachen schon grundlegend ändern. Also es gibt ganz viele Initiativen, die eben über JKids bis zu in anderen, also ich weiß leider nicht, wie es in anderen Bundesländern heißt, aber es gibt verschiedene Initiativen von verschiedenen Bundesländern, das eben wieder auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, dass das grundlegend verändert werden müsste. Ich kann nicht singen, meine Stimme ist nicht schön. Andere Gedanken noch aus der Runde zu dieser Frage? Und dann können wir auch gleich sehr gerne noch eine Fragerunde anschließen mit Fragen aus dem Publikum. Genau, wir haben das gesehen. Aber jetzt nochmal euch beiden die Möglichkeit. Vielleicht ein Gedanke, der auch gesamtgesellschaftlich wirkt. Letztendlich ist es, wenn wir es schaffen, die Jazz gut in der Schule zu vermitteln, hat es einen großen Einfluss auch letztendlich auf die Jazzszene als Ganze, weil es eben auch eine andere Aufmerksamkeit bringt. Wenn wir es schaffen, die Begeisterung für diese tolle Musikart in der Schule rüberzubringen und zumindest auch ein paar Schülerinnen und Schüler mit diesem Jazz-Virus zu infizieren, ja, die dann da dranbleiben, die das entweder selber machen oder auf Jazz-Konzerte gehen und so weiter. Das ist was natürlich dann auch wieder mehr Aufmerksamkeit für die Musikform an sich verschärft. Aber eben Henne-Ei-Problem, das heißt, wir müssen da ansetzen, dass wir eben über die Lehrkräfteausbildung und über die Fortbildung von Lehrkräften das Wissen möglichst breit streuen, möglichst Handwerkszeug an die Hand geben, damit das eben in den Schulen möglichst breit passieren kann. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Annemette, möchtest du dem noch was? Dann lassen wir das als Schlusswort so stehen. Genau, und machen uns dran, diese Arbeit zu erledigen. Und ich will aber jetzt, oder wir wollen hier jetzt nochmal die Gelegenheit geben für Fragen aus dem Publikum. Und ich habe da gerade schon eine Hand gesehen. Okay, gut, also ich habe auf jeden Fall, was ich gerade gesagt habe, war, ich bin als Musikreferendarin, hatte ich immer das Problem, dass der Knackpunkt bei der Vermittlung für mich war, ich bin mir in meiner eigenen Persönlichkeit als Musikerin nicht sicher genug, um Kindern zu vermitteln, hey, Musik ist cool, Musik macht Spaß sozusagen. Also natürlich nicht immer, aber das ist auf jeden Fall, wenn ich Probleme habe, der Knackpunkt. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass du, Mascha, gerade für mich so ein bisschen die Frage übergangen hast, was hat dir das Musikpädagogikstudium in dem, was du tust, gebracht? ich weiß nicht, ob andere auch das Gefühl hatten, dass die Frage so ein bisschen untergegangen ist, aber das würde mich jetzt tatsächlich gerade interessieren, weil es auch mich persönlich angesprochen hat, das Problem. Ja, was speziell mir das Musikpädagogikstudium für das, was ich jetzt mache, geholfen hat, kann ich, glaube ich, nicht so richtig auf einen Punkt bringen, weil ich glaube, dass das viele Dinge sind, die ich gelernt habe. Also zum einen ist es natürlich die Zeit, die ich einfach mit Pädagogik überhaupt verbracht habe, sei es Entwicklungsschritte, die Kinder machen oder die Arbeit am eigenen Instrument oder das vermittelt bekommen von Gehörbildung oder sonst was. Also diese grundlegende Zeit, die man einfach mit etwas verbringt, die hat mir was gebracht. Es hat mir auch was gebracht, Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die gut waren, also die für mich Role Models waren, wo ich gesagt habe, wow, es macht total Sinn, so zu sein. Und es hat mir auch was gebracht, diese Lehrer nicht zu haben und Leute vor mir sitzen zu haben, wo ich gedacht habe, oh Gott, so möchte ich niemals unterrichten. Aber das bringt dir auch was in der Persönlichkeitsbildung. Und das ist auch wichtig, weil vielleicht, wenn ich sage, oh Gott, so möchte ich niemals sein, meine Nachbarin oder mein Nachbar finden den oder diejenige gut. Und so entwickelt sich auch wieder Diversität. Also das ist
damit möchte ich nicht sagen, dass ich schlechte Lehrer hatte halt, ne? Sondern es ist für jeden immer was dabei. Und mir sehr viel gebracht hat, dass meine beiden Eltern Musikpädagogen sind und ich bei denen ganz viel im Unterricht einfach abgucken konnte und ausprobieren konnte. Also ich hatte sowohl die Gelegenheit bei meiner Mutter über ein Jahr lang, weil sie Stimmprobleme hatte, mit in den frühkindlichen Bereich zu gehen und sie hat den pädagogischen Part sozusagen gemacht und ich habe gesungen. Und das hat mir unglaublich viel gebracht, einfach nur zuzugucken und zu sehen, wie macht die das eigentlich? Und weil ich der natürlich sehr nahe bin, konnte ich da ganz viel reflektieren. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Konzept eigentlich in der Ausbildung von Musikpädagogen grundsätzlich existiert. Also dass man ja vielleicht so eine 1-zu-1-Tandem-Geschichte über ein Jahr haben kann mit einer Musikpädagogin oder mit einem Musikpädagogen. Ich weiß, dass es jetzt mittlerweile durch das Bachelor-Master-System so etwas gibt, dass man eben schon im Master einen Teil vom Referendariat macht. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon so war, wo man halt so eine Gelegenheit hat, vielleicht mal ein bisschen mitzulaufen. Aber ich weiß nicht, ob das dir geholfen hat oder deine Frage beantwortet hat. Bei mir ist jetzt zusammenfassend angekommen einfach die Lehrpraxis. Also ja. das mit angucken, einfach alles, was du so sozusagen nebenbei laufend davon ja. mitgekriegt hast. Und ich glaube, du darfst nie vergessen, dass du aus deinen eigenen Fehlern lernen kannst. Und dass, wenn du das Gefühl hast, du hast einen Fehler gemacht, dann haben das 95% der Menschen um dich herum überhaupt nicht gemerkt. Also, ne, weil das ist... Die können ja nicht in dich reingucken und oftmals sind die musikalisch nicht so versiert wie du. Und dann muss man sich das halt einfach trauen, immer wieder immer wieder ins kalte Wasser zu springen sozusagen. Ja, vielen Dank für die Frage und die ausführliche Antwort. wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken und deswegen würde ich gerne noch 2, 3 andere Fragen ermöglichen. Gibt es denn gerade noch jemand in der Runde mit einer Frage? Da hinter dir, Marie, genau. Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob es eine Frage ist, aber jetzt eben in der Diskussion ist die Musikschullandschaft wenig angeklungen. Und meines Erachtens kann man noch sehr, sehr lange über die Ausbildung diskutieren, aber wichtig ist, dass man auch über das Berufsleben diskutiert. Und ich halte es für einen fehlenden Aspekt, dass an den Musikschulen Leute unterrichtend tätig sind, aber nicht dafür bezahlt werden, künstlerisch vermittelnd tätig zu sein. Sprich, dass es Stundenkontingente gibt, wofür sie für ihre künstlerischen Tätigkeiten bezahlt werden und auf diese Art und Weise eine Aufwertung auch des Berufsfeldes künstlerischer Art passiert. Und dafür braucht es Lobbyisten, die sich ganz stark dafür einsetzen, dass das Bewusstsein da wächst. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn es auch Leute wie die Deutsche Jazzunion gäbe, die sowas tun würde. Ja, das ist ein super Impuls, natürlich auch für unsere Arbeit. Vielen Dank, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau, gibt es gerade aus der Runde noch Reaktionen? Sonst nehmen wir das einfach erstmal so mit. Und, okay. Gibt es dann noch eine Frage aus dem Publikum? Ich habe auch weniger eine Frage als eine Anmerkung irgendwie. Ich habe den Eindruck, dass es nicht unbedingt notwendig ist, bei der Frage, welches Potenzial Jazz im Musikunterricht hat, so auf diesen praktischen Umgang mit Jazz zu gucken. Weil wenn ich das tue, dann vergebe ich viele Chancen. Vieles, was den Jazz spannend macht, lässt sich mit Schülern praktisch gar nicht umsetzen, sondern eigentlich nur wirklich in ganz bescheidenen Ansätzen. Auf der anderen Seite, mir fehlt ein ganz wichtiger Aspekt in der Diskussion und das ist, Schülern einen emotionalen Zugang zu dieser Musik zu verschaffen, eine Offenheit, ein Interesse zu erzeugen. Viele SchülerInnen lehnen nicht nur Jazz, auch klassische Musik und andere Musik, die ihnen nicht weiter vertraut ist, kategorisch ab und
unter der Voraussetzung kann ich tun, was ich will, ich werde da überhaupt nichts erreichen, was nachhaltig in ihnen irgendwas verändert. Deshalb finde ich es ganz wichtig zu überlegen, wie kann ich SchülerInnen emotional irgendwie erreichen, wie kann ich Jazz für die spannend machen. Und das beschränkt sich mit Sicherheit nicht nur auf den möglichen praktischen Umgang. Natürlich bin ich dankbar für kreative Impulse, was man praktisch machen kann, aber Hörerziehung zum Beispiel ist genauso wichtig. Und ich denke, wenn ich an andere Fächer denke, in Geschichte, in Erdkunde, da wird auch Wissen vermittelt, ohne dass man darauf guckt, wie das praktisch anwendbar ist irgendwie. Deshalb, ich glaube, Wissen um Jazzgeschichte, um stilistische Unterschiede, um den Klang von Instrumenten, also da gibt es ganz viele Dinge, um Biografien irgendwie, das hat einen Wert an sich, der nicht davon abhängt, dass ich jetzt auch Schubidu improvisieren kann damit. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Vielleicht als Frage in die Runde, wie würdet ihr sagen, kann man so einen emotionalen Zugang ermöglichen? Also eine Sache, dass ich immer gerne möchte, ist die Ausbildung näher an der Wirklichkeit zu bringen. Also das ist auch künstlerisch und pädagogisch, dass wir nicht als Musikinstitut uns sehr einschließen, dass wir versuchen, was zu tun, das auch passiert in der Welt nachher der Studium, sodass wir. Und in New York war ich Teil eines Programms, wo wir Konzerte für Kinder in die Jazzclubs in New York spielten. Wir waren 4 oder 5 Musikern. Dann haben die Schulen die Kinder mit Bussen, also Busse darin transportiert und dann haben wir ein paar Konzert für die gespielt und dann wieder weg. Da haben wir viele, viele tolle Reaktionen von den Kindern bekommen. Das war wirklich super. Und wir haben also nicht Kindermusik, wir haben richtig ein Jazzkonzert gespielt. Und das verstehen sie. Also das wäre so ein Weg, dass man vielleicht ein Programm, wenn man Sponsoren finden könnte, der so ein Programm sponsorieren, dann schicken wir gerne Schüler raus oder auch Lehrer und Schüler zusammen. Ja, eigentlich ein sehr passender Kommentar, weil wir das ja auch heute gemacht haben. Wir haben ja quasi Grundschulklassen auch eingeladen und die haben deine beiden Konzerte gesehen, also sozusagen so diese Idee direkt umgesetzt. Uns geht leider die Zeit aus. Ich würde sagen, das war auch ein schönes Schlusswort, diese Idee für dieses Panel. Genau. Wir kommen jetzt auch damit schon zum Ende vom Fachtag. Also erstmal nochmal vielen Dank an euch, dass ihr hier mit auf dem Panel saßt und mit uns diskutiert habt. Genau. Kurzer Hinweis nochmal, das Panel haben wir aufgezeichnet und es wird im Rahmen der digitalen Akademie Inside Out zu sehen sein, also genau, guckt gerne auf die Homepage, da wird sich in den nächsten Tagen dann was tun. Und jetzt übergebe ich noch einmal an Sina. Ich kann nur kurz ergänzen und auch nochmal Corinna danken für ihren Workshop heute nach der Mittagspause. Vielen Dank nochmal, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Liebe Grüße auch nochmal an Herrn Terhag, der heute leider nicht hier sein konnte. Und natürlich ganz herzlichen Dank an euch alle fürs Kommen und fürs Zuhören. Und ich denke, dass sich die ein oder andere Diskussion über die verschiedenen Fragestellungen, die jetzt aufgekommen sind, im Anschluss noch ergeben werden. Also herzliche Einladung auch noch zum informellen Austausch.